Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS 19. Und hier, wir sind wieder beim Otto unterwegs. Ja, und wie man sieht, unter diesen Seasons-Einstellungen, das wird nichts mit der Baumwolle. Aber wir haben, wir haben Ballen gewickelt. Ich habe mir so einen Wagen besorgt. Und damit werden wir die Dinger jetzt mal einsammeln. Und dann habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Schimmer, wo wir mit dem Zeugs eigentlich hin sollen. Naja, wir sammeln sie jetzt erstmal ein. Und dann mal gucken, was wir damit anstellen. Sind also auf jeden Fall Rundballen, Silageballen. Wahrscheinlich ist da jetzt noch Gras drin. Ich hatte zwar ein bisschen gespult. Wir sind jetzt im späten Frühling. Vielleicht ist die Seasonszeit auch einfach zu lang. Keine Ahnung. Aber wir werden, oder ich werde, die Seasons-Einstellung noch ändern. Ich werde da andere allgemeine hochladen und dann dürfte es eventuell auch mit der Baumwolle klappen. So, das Ding ist voll. Ja, Nachteil ist eben von diesem Multibaler, den wir da hatten, dass quasi dieses gesamte Rundballen oder dieses Ballen-Package, was wir hier haben als DLC, nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich scheiße. Mal abgesehen davon ist dieser Baler in meinen Augen auch viel zu steif. Gucken wir, wo wir den Krempel hinladen, ey. Jetzt im Moment habe ich noch keine Idee. Hier vielleicht könnte das funktionieren. Hier neben die Halle. Das ist wahrscheinlich zu dicht dran, oder? Ich befürchte, das Ding wird sich gleich irgendwie ausklappen und dann. Ja, genau das meinte ich. Naja, Gott, packen wir sie hier erstmal hin. Hauptsache sind weg. So, dann können wir die nächsten einsammeln. Die stellen wir dann auch einfach dahin. Und dann mal gucken, was wir mit den Dingern anstellen. Ich denke mal, wir werden dann so einen Futtermischwagen besorgen müssen, um die dann auseinander zu rupfen und naja. Gut, also dieser Multibaler kommt auf jeden Fall wieder runter, weil wie gesagt, der wahre Jakob ist es nicht. Wir haben gesehen, wie kompliziert das mit dem Anstecken von diesem komischen Dings ist und
Nee. Dann können wir lieber häckseln. Schmeißen das Häckselgut ins. Was ist jetzt? Ins Silo. Oder in einen Fermenter und. Junge, was braucht der lange? So, ist schon wieder 8 voll hier. Ui, bald ein bisschen schnell hier, Mensch. So, die fahren wir jetzt nach Möglichkeit direkt da dran. Mal gucken, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Ah, so könnt's. In etwa hinhauen, oder? Interessanterweise reagiert der nicht so, wie ich das möchte. Und das verstehe ich nicht so ganz. Mann, ey, guck dir erstmal dieses blöde Collie-Ding von dem Teil. Du kriegst nicht mal vernünftig hier an der Wand entlang. Ist doch unglaublich. Der letzte Scheiß ist das, ganz ehrlich. Ich möchte die direkt davor parken. Vorhin hat es funktioniert. Guck das mal, der lässt sich von der Wand wegdrücken. Das ist unglaublich. Mann, kannst du das Ding jetzt mal einklappen? Das ist, glaube ich, auch irgendein Mod. Rundballensammler. Sonst hättest du nämlich so einen gar nicht. Könnten wir eventuell sogar alle in einer Tour mitbekommen. Ist ja unglaublich. Auf der Gegenseite liegen keine mehr. Nee.
So, alle Ballen weg. Jetzt machen wir es anders. So, pass auf, Freunde. Jetzt machen wir mal Folgendes. Gucken wir mal in unsere Garage, was wir hier jetzt an... Ach, guck mal, weißt du, was ich gerade sehe? Ich bin im falschen Hof. Egal, so, genau. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Weil wir hier natürlich jetzt Kohle ausgegeben haben für irgendwelche Geschichten. Das ist das Farmhaus, das sind diese Sachen. Warum bin ich jetzt eigentlich in diesem Hof? Gemietete Farm... Genau. Verstehe ich nicht so ganz. Denn... Eigentlich... Gehören wir hier rein. So, Farmmanager einstellen. Jo, Escape. Dann gucken wir hier nochmal in unsere Garage. Weil... Ich muss ja hier schon mal drin gewesen sein. Also hätte ich diese Maschine ja nicht kaufen können. Deswegen verstehe ich gerade im Augenblick nicht, warum wir im fremden Hof gewesen sind. So, Multi-Baler, den können wir erstmal wieder verkaufen. Das Ding fliegt als Mod auch tatsächlich wieder runter. Und diesen Ursus hier können wir ebenfalls verkaufen. So, dann ist der nämlich erstmal wieder weg. Okay. Und jetzt sind wahrscheinlich die Ballen auch... Ne, die Ballen sind tatsächlich noch da. Das ist ja cool. So. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was wir als nächstes machen. Hey. Also der Multi-Baler, das ist absoluter Rotz. Nette Idee, ja, kann eine Menge für sich, aber... Warum? Das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Wieso sind hier die ganzen Feldmarken gar nicht mehr da? Oder geht das nur, wenn ich ein Gerät hinter habe? Aber hier muss auf jeden Fall, glaube ich, Kalk drauf. Kalk und... Ne, hier ist überdüngt schon. Machen wir gar nichts. Die Wiese lassen wir Wiese sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir Kleesilage brauchen, dann brauchen wir entweder ein Fahrsilo, auf das habe ich keinen Bock. Oder wir brauchen einen entsprechenden
Fermenter. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich den hier irgendwo drin haben. Theoretisch. Flüssigkeitsspeicherung. Was hier für ein Zeugs drin ist. Schweinefutterherstellung. Guck dir das an. Da ist er. Silageherstellung. Der Punkt ist nur, ich muss jetzt mal gucken, wo ich das Kindchen hinbastel. Weil er hat ja doch eine gewisse Größe, ne? Das können wir ja nun mal. Das können wir ja nun mal nicht leugnen. Vor allen Dingen hat er an der einen Seite den Auslass, an der anderen Seite den Einlass. Ich muss jetzt echt gucken, wohin mit dem Scheißding. Meine Fahrsilo wäre jetzt auch nicht besser. Also im Moment habe ich null Idee, ganz ehrlich. Wie es auch so machen könnte, dass man hier vorne alles wegplaniert, aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache. Hier vorne wird es dann zu eng. Auf der Platte kann ich eh nichts stellen. Weil das Ding auf der einen Seite, warte mal, ah, das könnte funktionieren. Pass auf. Können das natürlich auch so rum machen. Da rein, genau. Jetzt müssen wir allerdings das wieder ein bisschen anpassen, weil, ne, hier gefällt mir natürlich jetzt nicht Beton. Das ist nicht schön. So. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Geht doch mit X. Mensch. Immer dieser Zirkus. Genau hier. Weg mit dem Schund. So. Das machen wir hier trotzdem. Bisschen Matsch hin. So, das ist schick, das ist fertig. Das ist jetzt ein Fermenter. So. Stickstoff. 6,5, 6,5, 180 von 60. Also eigentlich hätten wir hier viel zu viel drauf. Oder heißt es eben 180 hätten wir haben müssen und 40. Ach egal. Dann probieren wir mal dieses Kind hier aus. So. Auch gekauft natürlich, ne? Mal gucken, ob das hier auch klappt. Ja, sieht doch gut aus. Dann würden wir hier jetzt einfach mal unseren Klee abernten. Ja, das macht er jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ganz toll. Weil wir hier über eine Graswiese gefahren sind. Ah, jetzt.
Jetzt geht es, Häckselgut, alles klar. Ist auch wieder so ein Ding, dass er das teilweise nicht abnimmt. Ja, ich glaube, mit Silage ist es so besser. Erstmal, wir haben keine Ballen, die irgendwo rumfliegen. Er lässt zwischendurch durchaus mal was stehen, ne? Oh, da kommt gut was runter. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Scheiße, ich krieg gerade Magenschmerzen, aber nicht zu knapp, du. Okay, wir haben schon wieder 20 Minuten weggebaselt hier. Ist unglaublich. So, das ist unser Träger. Gucken, wo unser Anhänger rumsteht. Der Graude, ne? Das ist der Grün, der hier, der Shootemaker ist ein. Der hier. Ja, manchmal selbst durcheinander, du. So. So, mal gucken, wie das aussieht, ob das funktioniert, was wir hier vorhaben. So, pass auf. Ja, wunderbar. Ist natürlich so, dass in diesen Überladewagen mehr reingeht, als der Hänger hier packen kann.
ist natürlich die Frage, ob wir auf den Häcksler eventuell einen Helfer ansetzen können, ob das möglich ist. Ach so. Tut's aber nicht. Naja. Also bleibt die Arbeit an uns hängen. So. Ja, genau die falsche Seite, aber egal. Perfekt. So, jetzt haben wir so ein paar kleine Lecks. Das ist aber, ups, meines Erachtens normal, weil die nach einer Zeit wieder verschwinden. Und ja. Das Einzige ist natürlich, dass es bei diesem Geruckel so ein bisschen schwieriger ist zu fahren, aber naja. Und warum der hier nicht weitermacht, das ist mir, naja. Dafür hast du Helfer, ne? Ja, guck mal, sitzt da drin. Ja, helfe, aber wofür, wenn der nichts macht? Das ist doch. Keine Chance. Können wir alles selber machen hier. Abgesehen davon, dass ich mich im Moment sowieso frage, was er hier gerade treibt, weil wirklich ernten tut er ja nicht. Ach, jetzt kommt dann mal wieder was, ja? Junge, 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 Junge.
Ist schon eigenartig hier. Ist echt merkwürdig. Aber mit diesem Schneidwerk oder mit diesem Häcksler in der Form, mit diesem Package hatte ich damals auf einer anderen Karte auch schon so meine Probleme. So, wir tanken den noch einmal ab. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben nämlich schon 30 Minuten wieder hier geparkt. Ich würde sagen, ich werde diesen Krempel hier noch entsprechend abernten. Das mache ich dann offline. Das müssen wir uns natürlich nicht nochmal eine komplette Folge antun. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi!